Hi Leute und willkommen zurück zu Mogentown. Ne, zu Fallout 76 natürlich. Und es geht hier weiter in Mogentown. Am Bahnhof, am Flughafen. Hörte mal die Kassette an. Ja. Ach, hier liegt da, ne? Hey zusammen. Hier spricht Derek. Dies ist mein Abschlussbericht zu den Vorfällen in Harper's Ferry. Hoffentlich seid ihr in Sicherheit, wenn ihr das hört. Was immer auch passiert ist, es war verheerend. Das gesamte Gebiet ist verwüstet. Falls irgendjemand von uns überlebt hat, dann fehlt jede Spur. Ich habe mit einigen Einheimischen gesprochen. Sie sagen, dass Kreaturen aus der Luft gekommen seien und den ganzen Boden verwüstet hätten. Einige der Leute, die bei diesem Angriff verletzt wurden, haben sich irgendwie verwandelt. Anscheinend werden sie zu Monstern, die jeden angreifen, den sie sehen. Raleigh meinte, dass er und seine Leute sich in ihren Bunkern einschließen werden, bis sie ein Mittel gefunden haben, diese Kreaturen zu bekämpfen. Anders ausgedrückt, die freien Staaten werden uns keine Hilfe mehr sein. Maria, könntest du versuchen, Ella zu kontaktieren? Vielleicht kann sie Raleigh ein wenig bearbeiten, damit er einsieht, dass das nicht der richtige Weg ist. Wenn du mich fragst, ist es verdammt egoistisch, uns im Stich zu lassen. Schließlich sind wir auf ihre Hilfe angewiesen, um zu überleben. Mir bleibt hier nichts mehr zu tun. Ich schätze, wir können Harper's Ferry von der Karte streichen. Ich werde bald den Rückweg antreten. Aber ich will mir einige der Farmen ansehen, die auf dem Weg liegen. Das sollte etwa eine Woche dauern. Okay. Also es scheint hier um diese fliegenden Viecher zu gehen, die wir schon mal hier erlebt haben. Irgendwelche Memos. Ach. 87 Meter. Bin schon wieder neu gespawnt, oder? Andere Zeit, ne? Das ist jetzt richtig was los. Vor allen Dingen ein scheiß Nebel hier. Das ist gerade zu, das ist ja alles los. Ups. Müssen eh hier wieder hoch. Das für ein Kacknebel hier. Manchmal wünsche ich mir. Ich halt gerade mal. Mal hier die Grafik auf Low runterdrehen, damit der Nebel weggeht. Responder Training. Sonstiges. Das machen wir jetzt nicht. Okay. Wir machen jetzt erstmal die Hauptaufgabe. Weil genau hier war das, wo dann diese fliegende Scheiße ankam. Scheiße. Ja, ist ja so. Ja, lästiges Viehzeug. So, Robko. Oh, der Nebel ist ja penetrant. Bekanntmachung zum Impfprojekt. Wie ihr wisst, hat Dr. Hudson ihre Forschung im Labor bei AVR Medical fortgeführt. Und jetzt hat sie sich gemeldet, um uns mitzuteilen, dass ihr ein bedeutender Durchbruch gelungen ist. Doppelpunkt. Es sieht so aus, als würde das Impfprojekt gegen die verbrannten Seuche endlich umgesetzt werden. Drücken wir die Daumen und unterstützen Claire mit aller Kraft, damit sie ihre Arbeit abschließen kann. Unser Überleben hängt davon ab. Chef Nakamura. Verbranntenforschung. Ach nee, Leute. Das lese ich mir aber jetzt nicht durch. Also ein bisschen überfliegen. Und so weiter und so fort. Ich habe nämlich ein fotografisches Gedächtnis. Guck das an, dann wird das abgelegt in meinem Gehirn. Und heute Nacht, wenn ich schlafe, lese ich es mir durch. Das tut weh. Was?
Ist ja so. Bin. Ja, ist schon in Ordnung. Mein Psychologe hat gesagt, ich bin ein Ausnahmezustand. Wahrscheinlich ist das auch bloß ein ganz normaler Sonnenbrand oder Gefrierbrand. Oder was? Das ist Alter Schwede. das komplette Gegenteil jetzt. Deine Theorien sind echt wüster. Ja, Alter, ich bin Theoretiker. Die Theorie ist immer das, was in der Praxis nicht funktioniert. Okay, machen wir weiter. Ich bin mal gespannt, was noch so kommt. Hummeln sind die Delfine des Waldes. Boah, das war scharf. Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist so, Hummeln sind ganz putzige Ja. kleine Tierchen. Ich mag die voll. Rumflattern Ja, ich wollte eigentlich mal ein eigenes Hummelgehege eröffnen. Da sie, kannst du die dann streicheln. ne? Das ist ja manchmal selber zu. Nee, brauche ich ja nicht. Ich habe ja. Glaubst du das, was du so von dir lässt? Keine Ahnung, das habe ich in 10 Minuten sowieso wieder vergessen. So, Quest geschafft. Vorbeugen ist besser als heilen. Ja, stand gerade hier. Ist klar. Stand gerade da hier bei dem Impfstoff-Scheiß da. So, was machen wir jetzt? Mach dich mit Dr. Hudsons Forschung vertraut. Wo ist denn das? Wo ist denn die gute Frau Doktor? Das nee, das ist das Responder-Training. Da schauen wir mal auf der Karten. Wow. Bist du jetzt ein Hund, oder? Ich bin radioaktiv verstrahlt. Weil du wieder neben so einem geplatzten Igel stehst. Oh mein Gott, ist das weit weg. Dann. Das AVR Medical Center. Nee, weißt du, wo das ist? Wo Wo wir auch mal waren. ist denn? Ich nicht, ob wir schon waren. Wir waren dort schon. Ich tue mich mal hinporten, wenn das ja geht. Auch 15 Ich porte Kronkorken. dir hinterher. Die nehmen es ja auch von den Toten. Werden noch leben. Achtung, eine wichtige Durchsage für alle Responder. Bin da. Aufgrund von ausschwärmendem Ungeziefer ist eine sofortige Evakuierung der First Friends Kirche in Charleston erforderlich. Bei Grabungen in diesem Bereich sind wir auf einiges an Zeug gestoßen, das gut ausgerüstete Mitglieder mit dem entsprechenden Training bergen können. Das ist ein Zivilisten schönes sollten Gebäude sich hier. fernhalten, solange die Glocke läutet. Medical Center Krankenhaus? Warte mal, ich will mal kurz die Nebenmission ausschalten. Das geht mir immer übel auf die Nuss. Gibt's gar nicht. Doch, hier. Hier ist es. Habt ihr das gesehen? Hier müssen wir rein, junger Bursche. Wir sind es. Mit was schießen du? Pumpgun. Aber au. Warum können die mich nicht leiden? Keine Ahnung, frag sie mal. Warte, wo sind sie? Ich gehe mal hin, Sprock mal. Leute, was hab ich euch getan? Das hat mir viel gefallen, aber irgendwann ist mal gut hier. Also da sind noch Mülltonne drinnen. Krass. In den Safes ist eigentlich auch immer nur Schrott drin. Aber weißt du, was ich letztens schon mal fragen wollte?
Hey, was denn? Im Fallout 4, das spielt sich ja alles 200 Jahre nach dem Holocaust ab, ja? Das Gleiche. Nee, das bezweifle ich, weil der Typ im Flughafen ja gesagt hat, dass der beim Militär gearbeitet hat und sein Bruder dort in der Stadt gearbeitet hat. Also muss das ja noch intakt gewesen sein. Ja, und der war in so einer Kryo-Kapsel. Das hat er nie gesagt. Oder? Hat er das? Davon gehe ich aber stark aus. Oh, bei dem habe ich bestimmt am Oberschenkel die Arterie getroffen, weil der ist sofort verblutet. Also hier forscht, glaube ich, keiner mehr. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Keine Ahnung. Und davon reichlich. In der Vierer fand ich das geil, da gab es einen Perk, den kannst du reinmachen, wenn du den Gegner abgeknallt hast, haben die Kronkurven getroppt. Da bist du ganz schnell reich geworden. Da kannst du aber auch noch einen Spielfehler ausnutzen, das habe ich gemacht am Anfang. Beim Händler, den Spielfehler habe ich am Anfang ausgenutzt, da hatte ich einen Haufen Kohle. Konntest du ja immer Zeug verkaufen und das wurde dir gar nicht abgezogen. So, wo muss ich denn hier hin, Leute? Klopapier, ganz wichtig. Bestimmt irgendwelche Terminals finden hier. Ich schneide sie in dem Spiel. Hier war ich schon mal. Was, hab ich schon wieder Durst? Bestimmt ganz oben, oder? Komm her, Kleine. Au! Da, mit einer Mistgabel. Was ist denn hier los? Stimmt mit dem. Ich kann auch so schreien. Respekt, ne? Warten. Ja. Sag mal Bescheid, wenn du mal ein Terminal gefunden hast. Wir sind uns ja mit der Forschung vertraut. Ach, das ist im Keller, jetzt sehe ich's. Wir müssen runter. In den Keller? Ja. Gibt's da irgendwo ein Loch im Boden? Ey, gibt so Löcher in die Köpfe, habe ich gesehen. Wo ist denn das jetzt wieder hinter Hinweis? Ja, hier ist ein Loch. Ah, hier kommst du runter. Zack, unten. Wow. Zack, unten. Wow. Was auf Radioaktivität. Quatsch. Hier ist ein Terminal. Wenn die mich nicht angreifen würden, hatte ich hier. Komm doch runter, hier unten ist es sehr muckelig. So, dann werden wir mal uns mit der Forschung vertraut machen. Die hat man ja schon, die Übersicht zum Impfprojekt, oder? Methode Blutproben von unseren drei Testkreaturen abnehmen.
die sich als erheblich resistenter gegen den verbrannten Mutagen-Effekt erwiesen haben. Blutproben analysieren, um synthetische Antikörper zu erschaffen. Seit Anfang der Corona-Krise haben alle Spiele, die ich zocke, irgendwas mit einem Virus zu tun. Testkandidaten Wilder Ghoul, Malwurfsratte und ein Wolf. Nachtrag, Projekt verzögert sich, bis ein Ersatz für die Typ-T-Sicherung gefunden wurde. Antrag für Ersatzteil beim Responder-Quartiermeister gestellt. Ach Leute, ich habe keinen Bock, zu viel vorzulesen. Wisst ihr, wie das ist? Lass das mal hier so. Ich bin eine Leseratte. Wenn ich was lesen muss, verhalte ich mich wie eine Ratte. Hallo, Schreiter. Uranrausch hat begonnen. Öffentliches Event. Oh, nee. Sei mal ruhig, ich lese gerade. Kommt das so vor, als war ich hier schon mal mit dem ganzen Müll? Haben wir das mit der Anne damals schon mal gemacht? Nee. Da waren das mit den Dings, ja. Da haben wir gedingst, oder? Gebumst, gedingsbumst, ach was weiß ich. Okay, auf geht's. Eine einzelne tapfere Ärztin nimmt es mit den Geheimnissen der Verbrannten auf. Wie heroisch, heroisch. Sich rausschneiden. Eben okay, ich bin nicht dafür, dass du wirklich nur vorliest. Ich sehe auch kaum was durch die Atemmaske her. Es wurden nicht alle benötigten Blutproben in die Zentrifuge eingesetzt. Bitte platzieren Sie die Proben in der Zentrifuge und starten Sie sie erneut. Ne, es könnte das sein. So, welche Zentrifuge? Ach, du bist schon wieder da oben. Da ist sie. Okay, Leute. Wie es weitergeht, könnt ihr euch erstmal in die Kommentare aufregen, dass ich nie was vorlese. Wenn ihr das mal bitte machen würdet, tut's für mich. Ja, macht's bitte. Ich will wissen, ob das... Oh, und das muss ja auch sitzen. Das muss ja auch irgendwann mal fruchten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, kommt gut nach Hause und auf Wiederhören. Wiesikowski sagt Tschüss, Knalli. Tschüss.